Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und heute möchte ich euch die jüngsten Neuigkeiten rund um den kommenden WW1 Ostfront-Shooter Tannenberg vorstellen. Legen wir also direkt los mit dem ersten Bild der deutschen Truppen aus dem Jahre 1914. Deutschland konnte bereits zu dieser Zeit bis zu 4,5 Millionen Männer mobilisieren, was für diese Zeit eine unglaubliche Kraft darstellte. Die Uniformen und Ausrüstungen zu dieser Zeit hatten dabei große Ähnlichkeiten mit den früheren europäischen Konflikten der Deutschen, die allerdings nicht alle so ganz positiv waren, wie zum Beispiel die klassische und vor allem legendäre Pickelhaube, die seit Jahrzehnten die europäischen Schlachtfelder gesehen hat, aber für den Ersten Weltkrieg überhaupt nicht passend war. Der Infanterist hier auf diesem Bild zu sehen, ist zum Beispiel auch mit dem Gewehr 88 ausgerüstet anstelle des Gewehr 98. Der Grund hierfür war einfach der Ausmaß der riesigen Armeen, die oft zu diesem Zeitpunkt noch alte Gewehre benutzen mussten. Wie ihr bereits hier auf dem Screenshot erkennen könnt, wirken die Uniformen auch allgemein das Gesamtbild deutlich hübscher und besser, als es noch zuvor in Verdun war. Das ist eben der Vorteil, wenn man ein Spiel komplett von vorne aufbauen kann und sich nicht von alter Technik abhängig machen muss. Laut den Entwicklern erhalten wir neben verbesserter Optik auch keinen einzigen Performanceverlust, weil also heute Verdun ohne Probleme spielen kann, wird in Tannenberg ebenfalls problemlos auf dem Schlachtfeld unterwegs sein und das sogar in verbesserter Optik. Neben den deutschen Truppen und der ersten bestätigten Waffe Gewehr 88 haben wir direkt noch eine weitere bestätigte Waffe, die allerdings nicht mehr ganz so überraschend kommt, und zwar das Mosin-Nagant M91. Mit rund 300.000 hergestellten Gewehren war das Mosin-Nagant weit verbreitet für den Ersten Weltkrieg und ein äußerst zuverlässiges Gewehr auf dem Schlachtfeld. Neben der klassischen Version M91 gibt es auch noch die Karabiner-Version, und auch hier auf dem Bild wird wieder deutlich, wie stark sich die Optik im Vergleich zu Verdun verbessert hat. Das gleiche gilt übrigens auch für die Animation, aber die sehen wir erst in einem späteren Video. Wie ist eigentlich eure Einschätzung zur verbesserten Optik und wünscht ihr euch ebenfalls auch ein Grafik-Update für Verdun? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, bin schon sehr gespannt, was ihr für eine Meinung habt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Verdun ebenfalls ein Grafik-Update erhalten würde. Der Support wird auch nach Tannenberg weiter unterstützt für das Spiel und auch andere Techniken, wie zum Beispiel die 64-Spiele, sollen ja nach und nach auch in Verdun Platz finden. Von daher könnte es möglich sein, dass auch die Optik sich so in Verdun ein bisschen ändern wird, wobei ich glaube, das wird ein bisschen schwerer werden, aber mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer geholfen und gefallen und falls ja, würde ich mich doch sehr über einen Daumen nach oben freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Viper.